fehlen dir die, ja, einfach die Übungen, die Anzahl Übungen am Balken. Darum allenfalls auch die Fehler, die jetzt passiert sind. Und es ist halt ein bisschen brutal bei diesem Wettkampfformat am Swiss Cup. Man darf im dritten Durchgang die beiden ersten geturnten Geräte nicht noch einmal turnen. Erst dann im Final wieder. Deshalb auch Marian Dragulescu. Ungewohntes Bild. Am Barren sehen wir ihn. Absolut ungewohntes Bild. Aber ein ungewohntes Element. Das hat man lange Jahre nicht mehr gesehen. Untere Flugrolle durchgrätschen. Das hingegen schon. Der Healy. Die Amidov. Stützkehre auf Einholmen. Sollte ausgrätschen. Bereits der Ausgang von Dragulescu. Klar, er bringt seine Übung gut über die Runde. Routinierter Athlet. Er kann das einfach für ihn zaubern. Ich bin ganz sicher, dass auch er kaum eine Übung im Vorfeld da abgespult hat. Das kann er nach Belieben zusammenstellen. Das war der Auftakt. Untere durchgrätschen. Aber eben, das ist eigentlich, ich soll jetzt mal ein bisschen plakativ sagen, ein Oldschool-Element. Er, der keinen Felgi Handstand macht oder Felgi mit halber Dreieck zum Handstand. Die Elemente, die eigentlich gefordert sind, um einen höheren D-Wert zu bekommen. Also, Dragulescu zieht die Übung durch, aber im D-Wert wird er nicht höher sein mit dieser Übung. Und damit wird für die Siegerin des Swiss Cups 2006 und den Sieger des Swiss Cups 2001 und 2003, nämlich für die beiden, heute wohl Endstation sein. 10,500 gab es für Ciusovitina nach ihren zwei Stürzen vom Gerät. Und Dragulescu, ich war richtig gespannt, weil ich bin jetzt noch nicht so lange im Kunstturnen mit dabei, aber zwei, drei Dinge habe ich auch schon gesehen. Aber Dragulescu am Barren, das Bild, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist so, der wird auch nicht mehr eingesetzt für, im rumänischen Team für den Barren, oder? Obwohl sie ihn eigentlich an jedem Gerät brauchen könnten. Aber wenn man so lange turnt, es ist ja schon erstaunlich, wie viel es überhaupt noch möglich ist im Alter von 38 bzw. 43. Aber irgendwann ganz alles kann man eben dann doch nicht mehr. Seine absolut besten Disziplinen, das geht noch. Dragulescu 13,550. Kumuliert mit den beiden Durchgängen aus der Vorrunde 78,250 für das Legendenteam.